Mitbürgerinnen und Mitbürger, herzlich willkommen bei TV Liberal. Mit deutlichen Worten hat der russische Präsident Putin auf der Münchner Sicherheitskonferenz vor einem neuerlichen Wettrüsten in Europa gewarnt. Das strategische Raketenabwehrsystem, das die USA jetzt gemeinsam mit Tschechien und Polen in Osteuropa planen, es erinnert an das amerikanische SDI-Programm und die Rüstungsspirale vor 25 Jahren. Stellen wir uns nur die Reaktion aus Washington vor. Wenn umgekehrt Russland ohne Rücksprache mit den USA eine vergleichbare Raketenstationierung etwa in Kuba plante. Deshalb ist die russische Kritik ernst zu nehmen. Wir Liberale sind davon überzeugt, dass die Sicherheit in der Welt in erster Linie von gegenseitigem Vertrauen und besser abgestimmten politischen Entscheidungen abhängt. Militärtechnik muss diese Bemühungen unterstützen. Sie darf sie nicht konterkarieren. Die neue Abrüstungsfrage entscheidet sich nicht nur an der Gesprächsbereitschaft der USA, sondern vor allem an der Entschlossenheit und Einigkeit Europas. Europa darf sich nicht spalten lassen. Die geplante Raketenstationierung in Polen oder Tschechien, das ist keine bilaterale Angelegenheit von Prag und Warschau auf der einen und Washington auf der anderen Seite. Es geht um die Sicherheit ganz Europas. Deshalb müssen Entscheidungen, die in ihrer Tragweite den ganzen Kontinent betreffen, auch im europäischen Rahmen abgestimmt werden. Wir Liberale halten an dem Ziel einer gemeinsamen europäischen Außen- und Sicherheitspolitik fest. Das gilt für Rüstungs- und Abrüstungsfragen in ganz besonderem Maße. Angesichts der gesamteuropäischen Sicherheitsinteressen ist die deutsche EU-Präsidentschaft jetzt gefordert. Die Bundeskanzlerin muss in dieser Frage führen. Europa hat in Anbetracht der Pläne Washingtons, Prags und Warschaus keine Zeit zu verlieren. Sonst droht erneut eine Spaltung und damit eine empfindliche Schwächung der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik. Die schlechte Nachricht ist, ein neuer Rüstungswettlauf droht. Die gute Nachricht ist, noch ist ein neuer Rüstungswettlauf aufzuhalten. Wer nach den Äußerungen Präsident Putins diese Gefahr einer Rüstungsspirale immer noch nicht ernst nimmt, handelt gegen europäische Interessen. Wir Liberale bleiben in der Tradition der Außen- und Sicherheitspolitik von Walter Scheel, Hans-Dietrich Genscher und Klaus Kinkel. Damit sind wir Deutsche in Europa und in der Welt stets gut gefahren. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit.